Moral steigert sich langsam. Ja, ich versuche die Moral über 90 zu halten. Ja, ich würde am liebsten vom Vortodeslicht aus noch hier runtergehen, hier alles abklappern, dass wir hier die Ecke fertig haben. Weil darauf könnt ihr euch sicher sein, sofern es mir möglich ist, tue ich so viel wie möglich von der Welt entdecken. Und solange ich die Moral hochhalten kann von meinen Leuten, kann ich das Geld, was wir von Interaktion kriegen, behalten und kann dafür noch mehr Essen und Trinken kaufen für die Leute, dass sie weiterhin eine hohe Moral haben. Das ist so meine Strategie. So, Stauholz. Stauholz, tiefer Sommer. Did you catch the new play by the peg-leg performers yet? It's awful. The Green Menace? That I did. Made me want to poke out my eyes. Was? Hast du schon das neue Stück der Holzbeintruppe gesehen? Es ist furchtbar. Die grüne Gefahr, jo, das habe ich gesehen. Am liebsten hätte ich mir die Augen ausgestochen. Okay. Ein bisschen Ale und Schiffszwieback. So, wer bist du, Odita? Damn me for a buttered slice of hardtack. It's you, ain't it? Beim butterigen Fisch, ich will verdammt sein. Das bist doch du, oder? Die bleiche Elfin kneift ihre Augen zusammen und zieht an ihrer Pfeife. Beißender Rauch aus der Pfeife hüllt ihr Gesicht ein. Kennen wir uns? Natürlich nicht, aber ich kenne dich wie die Krümmung meines 11. Cs. Okay, sie hat 11. Sie zwinkert und schnell, schnell zu dir heran. The Watcher, Captain of a mighty ship, God Chaser and Fiend Slayer. Hagrim, Kapitän der Defiant, Gottesjäger und Monsterschlichter. Muss teuer sein, so einen Ruf aufrechtzuerhalten. Hm? Sie reibt ihre Finger aneinander. I'll keep it quick, see? If your little dinghy has got some chase in it, I've got a list of captains with a black mark to their name whose ships need a quick scuttling. And I'm in the market for a scuttler. Ich komme gleich zum Punkt. Wenn dein kleiner Kahn ein bisschen Wind unter den Segeln hat, habe ich hier eine Liste von Kapitänen, hinter deren Namen das schwarze Zeichen steht und die versenkt gehören. Und ich bin auf der Suche nach einem Versenker. Sie steckt die Pfeife in den Mundwinkel und grinst, wobei sie einen Mund voller gelber Zähne offenbart. Sehr, sehr schön. Du bietest mir Aufträge als Kopfgeldjäger an. Wo fange ich an? Du durchschaust mich von Lukas, da kommen wir gleich zum Geschäft. Ei, sie lässt die Fingerknöchel knacken. You'll be looking to scuttle Cornu first, one of Rauatai's finest, eh? I don't ask my client what he did or what scale his death balance is. Safer to keep questions in the hold. Du wirst Cornu zuerst versinken wollen. Ei, einer von Rauatai's besten Kapitänen. Ich frage meinen Kunden nicht, was er verbrochen hat, um den Tod zu verdienen. Ist besser, solche Fragen nicht zu stellen. Okay, dann nehmen wir es mal an. Now's a good opportunity when you seize it. Cornu helms a Voyager early muster in the waters north of Nekataka and south of Sayuka. Natürlich tust du das. Du bist jemand, der eine Gelegenheit beim Schopfe packt. Cornu segelt mit seinem Entdeckungsschiff der frühen Musterung durch die Gewässer nördlich von Nekataka und südlich von Sayuka. Okay, dann leb mal wohl. Das ist jetzt eine Principi-Quest. Eine neue, ja. Odita hat mich angeworben, um Cornu, den rautaischen Captain des Entdeckungsschiffs, Frühhappel zu lagen. Wer ich beweisen kann, dass ich den Captain getötet habe, werde ich ein Kopfgeld erhalten. Ja, Cornu segelt mit seinem Entdeckerschiff. Wie sehen eigentlich so meine Reputationen aus? Kriminelle der Graberstraße bin ich 3 und der Schlund bin ich auch 3. Hm? Principi San Patrena bin ich auch schon 3. Genauso wie bei den Huana. Bei der Valianischen Handelsgesellschaft bin ich auf 1 und lila, weil ich positiv und negativ habe. Was nicht so schön ist. Ja, ich
brauch mehr positiv. Weil ich schätze mal, der Balken ist 1 und 2, der ist 3 und 4 und dann kommt 5. Erst. Meine Reputation hier sehen auch noch gut aus, weil ich schlau und gütig bin. Und auch rational. What can I do? Certainly. Oh, ein Schweinchen. Chauni. Gewandtheit. Erlittene Treffer, leichte Treffer umgewandelt von Waffen. Hm. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was ist mit dir? Ein großer Amaunus-Seemann sitzt am Kai, seine breiten Schultern sind vorüber gebeugt, sein Rücken gekrümmt, als er sich bewegt, wälzt sich seine blau-grüne Haut über seinen bulligen Muskeln. Ain't no cruel eye of me. What good's a pirate who can't see? Forget navigating by the stars or shooting a pistol. I can't even swing a sword accurately now. Es gibt keine Mannschaft, die mich anheuern will. Was nützt ein Pirat, der nichts sehen kann? Anhand der Sterne navigieren oder eine Pistole abfeuern kann ich vergessen. Ich kann jetzt noch nicht einmal einen Schwertreff sicher schwingen. Have a pity and toss me a pyre, will you? Hab Mitleid und gib mir einen Pire, ja? Was ist mit dir passiert? Ist das alles, was mein Leben jetzt noch hergibt? Existiere ich nur noch, um andere zu belustigen? Er seufzt schwermütig, seine großen Schultern sind immer noch gekrümmt. I was a bosun not so long ago, and a damn good one at that. But I took a shot to the face, see? Vor nicht allzu langer Zeit war ich ein Seemann und obendrein ein verdammt guter, aber ich habe einen Schuss ins Gesicht abbekommen, siehst du? Er wedelt mit einer Pranke vor seinen blinden Augen herum. Didn't lose much skin, but the flash burned out my eyesight. I can't make out so much as a blurry shape more than a foot away. Makes me right useless on a crew now, don't it? No one will have me for work. Hab nicht viel Haut verloren, aber der Blitz hat mir das Augenlicht ausgebrannt. Ich sehe nicht mehr als einen schwammigen Umriss, wenn sich etwas weiter sein Fuß von mir wegbefindet. Ziemlich nutzlos für eine Besatzung auf See, oder? Niemand lässt mich für sich arbeiten. Na dann, hier hast du 5 Kupfer. Und so Segen für deine Anteilnahme. Geben wir ihm nochmal 5. Thank you for your kindness and your endless pockets. The charity's much appreciated. Ich danke dir für deine Freundlichkeit und deine endlose tiefen Taschen. Ich schätze deine Wohltätigkeit sehr. Noch einmal. Und leb wohl. So. Da ist Salz und eine Silberflosse. Gucken wir mal kurz. Streunende Katze, die nehme ich auch gerne mit. Zorro, Entschlossenheit und plus 5 Reflexe. Oh, nebenbei habe ich eigentlich ein Haustier. Hier. Entschlossenheit, Resistenz, Wirkung. Entschlossenheit, Wahrnehmung. Ja, Wahrnehmung. Der hier wäre zum Beispiel nicht schlecht. Plus 1 Wahrnehmung. Auch 1 Wahrnehmung. Alle Verteidigungen. Schaden mit Fernkampfwaffen. Macht. Wahrnehmung. Ja, Wahrnehmung habe ich ziemlich viele. Gewandtheit. Intellekt. Verfassungswirkungsdauer. Ja. Hier war noch jemand mit Verfassung. Ach ja, mein Schweinchen. Heilung erzeugt. Und du machst? Gesundheit wiederherstellen, jo. Of course. Verdorbener Schleimaal. Questgegenstand. Und eine Fackel. Was ist mit euch beiden hier? Du triffst auf eine Frau im jungen mittleren Alter, schick gekleidet, wenn auch schmutzig. In Rüstungen, die mit violetten Ornamenten versehen ist. Zwei lange Narben teilen ihre Stirn von ihrem Kiefer. Auch wenn sie ruhig dasteht, spürst du eine unruhige Energie von ihr ausgehen. Fair day, traveler.
Schönen Tag wünsche ich Reisender. Sie setzt ein breites Grinsen auf. Ein verspieltes Glitzern leuchtet in ihren Augen. Anything I can do for you, just say the word. Ich tue gern, was ich kann. Sag einfach Bescheid. Erzähl Lady mir von dir. Adventurer at your humble service. I was born in a deer and raised in the field. And there's nary a crevice of this archipelago I haven't seen. Eine abenteuerlustige Dame stets zu Diensten. Ich wurde in Edir geboren und auf dem Feld groß. Es gibt kaum eine Spalte auf diesem Archipel, die ich nicht von innen gesehen habe. Das Feld. The living lands most off, but the dead fire as well of late. Ah, die meiste Zeit davon im Land der Lebenden, aber in letzter Zeit auch viel im Todesfeuer. And my goodness, if you think the dead fire is wild, I must say, it's no more thrilling than a Lady of Luxury's afternoon luncheon in comparison to the glorious madness of the living lands. Meine Güte, wenn du glaubst, dass es hier wieder zugeht, dann muss ich dir sagen, dass es im Vergleich zum herrlichen Wahnsinn im Land der Lebenden wie ein Kaffeekränzchen unter Adligen wirkt. Dass ich ein Medium bin, hat sich als unheimlich praktisch erwiesen, so viel kann ich dir sagen. Zuhören. Trouble seems to find me wherever I go. Not a lick of it's my fault, of course. It's the university. Always sending me to the most dangerous corners of Aora, the scamps. Sagen wir es so, die Schwierigkeiten geraten oft an mich. Ich kann natürlich nichts dafür. Diese Gauner an der Universität schicken mich ständig in die gefährlichsten Ecken von Aora. If I didn't know better, I might say they were trying to kill me. There's not other way to rid themselves of a tenured professor, after all. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie wollen mich umbringen. Schließlich gibt es nur wenige andere Wege, eine Professorin auf Lebenszeit loszuwerden. Sie lacht. Okay, und was ist mit dir? Ein gefickter Mann in praktischer, hochwertiger Lederkleidung beobachte ich dich aus dem Augenwinkel. Als eure Blicke sich treffen, wandert seine Hand beiläufig zu dem Dolch an seiner Hüfte. Dort verweilt sie für einen Augenblick. Dann lächelt er und die Ecken seiner nussbraunen Augen ziehen sich zu Falten zusammen. Die authentische Güte ausstrahlen. Er winkt dich zu sich. Ecosi, Traveler. Care to hear a tale? Ecosi, Reisender, möchtest du eine Geschichte hören? Gedanken verloren reibt er über die Stoppeln an seinem Kiefer. Well, also, erzähl mir von dir. I was born to a family of merchants on the Pearl Coast. I was a restless boy and my feet took me to the Valen Republics when I came of age. Ich wurde in eine Familie von Händlern an der Perlküste geboren. Ich war ein rastloser Junge und meine Füße trugen mich in die Valianischen Republiken, als ich erwachsen wurde. Während Carlos spricht, schildert nach und nach sein starker valianischer Akzent und er wird ersetzt durch die charakteristischen Merkmale des Dürrwaldischen. I learned of the power of geography and language at my father's knee, and those skills proved useful in the Republics. Ich habe die Gaben der Geografie und Sprache von meinem Vater gelernt. Beide haben sich in den Republiken als nützlich erwiesen. Ich habe eine Menge erfolgreiche Jahre als Händler hinter mir und dann beging ich einen Fehler. Sprich weiter. Er wirft ein leichtes Lächeln zu und zuckt lässig mit den Schultern. I joined up with a company based in Girara that traded in beautiful weavings. But they were ill-gotten gains, forcibly produced by a weaver the company kidnapped named Bonisetta. I didn't learn the truth until it was too late. And when our crime was uncovered, I was exiled from the Republics. Ich habe mich mit einer Handelsgesellschaft in Girara zusammengetan, die wunderschöne Webereien verkaufte. Aber ihre Waren wurden unrechtmäßig beschafft. Sie wurden von einer Weberin namens Bonisetta produziert, die Gesellschaft gegen ihren Fist hielt und zum Arbeiten zwang. Sklavenarbeit also. Ich habe die Wahrheit erst erfahren, als es schon zu spät war. Und als unser Verbrechen aufgedeckt wurde, wurde ich aus den Republiken verbannt. Das ist ein Jammer. But I should have asked better questions of my employers. And now I'm here, kicking my heels in the dead fire, where no one knows my name and with few prospects before me. In der Tat, aber ich hätte meinen Arbeitgeber die richtigen Fragen stellen sollen. Und jetzt stecke ich im Todesfeuer fest, wo mich niemand kennt und ich wenig Aussicht auf eine aufregende Zukunft habe. I would like to make amends to Bonisetta personally, but it seems a distant possibility. Ich würde dich gerne persönlich bei I learned my lesson. I won't be played for a fool again. Ich würde mich gerne persönlich bei Bonisetta entschuldigen, aber das erscheint mir doch recht unrealistisch. Ach naja, ich habe meine Lektion gelernt. Mich hält man nicht mehr zum Narren.
Erzähl mir von dir. I learned the power of geography and language. I joined up with a company base. I would like to make amends to Bonnie Setta personally, but it seems a distant possibility. Ah, well, I learned my lesson. I won't be played for a fool again. Ja gut, warum sprichst du wie ein Valier, ne? It is good to blend in. All the better to observe the business of those around you. Ach, es ist gut, nicht herauszustechen. Lassen sich die Leute um einen herum besser beobachten, findest du nicht? Er zwinkert. Kannst du mir beibringen, was du in den Valianischen Republiken gelernt hast? You listen to my tale. I suppose I can do that for you for 3000 copper. Ach, du hast meine Geschichte angehört. Ich schätze, ich kann das im Tausch gegen 3000 Kupferstücke für dich tun. Fingerfertigkeit und Diplomatie verbessern. Hier, bitte sehr. Also Fingerfertigkeit und Diplomatie. You should want for me, I will be here. Ja, wie du meinst, wenn du mich brauchst, ich bin hier. Also Fingerfertigkeit und Diplomatie bei Lehrer. Das war